Hallo, ich bin Ann-Kathrin, die Gründerin von Kadea Juice & Co. und eure Expertin im Bereich Ernährung. Heute erzähle ich euch, auf welche Lebensmittel ihr in der Schwangerschaft verzichten solltet, um euer Ungeborenes zu schützen. Viele Schwangere müssen auf ihrem Speiseplan einiges missen. Den einen fällt es leichter als den anderen. Aber während der Schwangerschaft sind einige Lebensmittel strengstens verboten. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Erstens Alkohol. Alkohol ist ein Zellkiller und das Ziel ist Babys Hirn. In Deutschland kommen jährlich immer noch knapp 2000 alkoholgeschädigte Babys zur Welt. Zweitens rohes Fleisch. Rohes Fleisch kann Toxoplasmose enthalten. Dieser Erreger kann Babys Hirn schädigen. Also bratet euer Fleisch gut durch, denn das Erhitzen zerstört die Erreger. Drittens, rohe Eier. Hier ist die Gefahr der Salmonellenvergiftung einfach zu groß. Salmonellen sind Bakterien, die Krankheiten wie beispielsweise Typhus, Paratyphus und Darmentzündungen hervorrufen können. Deshalb gilt in der Schwangerschaft, Eier nur durchgebraten oder durchgekocht zu verzehren. Viertens, roher Fisch und Rohmilchkäse, wie zum Beispiel Brie, Feta oder Gorgonzola. Hier lauern Listeriosebakterien, die beim Baby irreparable Hirnschäden verursachen können. Gründliches Erhitzen tötet die Erreger ab. Achtet bei Mozzarella darauf, dass er aus pasteurisierter Milch besteht. Denn Produkte aus pasteurisierter Milch sind generell erlaubt. Fünftens, Innereien wie beispielsweise Leber. Ich würde euch empfehlen, die Finger davon zu lassen, denn hier besteht die Gefahr der Überdosierung von Vitamin A. Das kann beispielsweise Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit verursachen. Innereien sind grundsätzlich stark von Schadstoffen belastet und dies kann eine Gefahr für euer ungeborenes Baby darstellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wer noch mehr Infos zum Schwangeren- und Babyalltag möchte, sollte sich zum Lillidoo-Newsletter anmelden. Den Link hierzu findet ihr in der Infobox.